Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Sigmaman. Ich bin euer Sigmaman und wir spielen heute mal was ganz anderes, nämlich 7 Days to Die. Und ich möchte mich jetzt schon mal entschuldigen für meine Stimme und fürs Husten, denn ich war die letzten paar Tage sehr krank. Deswegen kamen auch keine Videos, tut mir leid. Und ja, wollen wir doch mal gerade hier lesen. Lieber Freund, das Ödland kann gnadenlos sein und du siehst aus, als könntest du etwas Hilfe gebrauchen. Anbei findest du eine kurze Anleitung, die dir beim Überleben hilft. Wenn du sie abschließt, nehmen wir vielleicht einen neuen Bürger auf. Die Siedlung von White River gibt es wirklich und sie ist sicher. Das kennen wir auch schon aus The Walking Dead. Ich glaube daran nicht. Sicher. Alter, komm, mach mal weg. Das lesen wir jetzt nicht. Ich merke gerade, ich habe die Einstellung mal komplett auf total high gestellt, also ultra. Es ruckelt ein wenig. Ich könnte daran nochmal was ändern. Ich könnte auch mal gerade meinen Timer einschalten. Ja, genau. So, nee, kein Zombie da. Kann ich denn? Ja, natürlich kann ich. Dann stellen wir doch mal ganz schnell was runter. Wenn ich was runterstellen kann. Machen wir, nein, Texturen lasse ich an, die will ich haben. Qualität der Bäume. Die Bäume können mal hoch. Die Schatten können auch mal hoch. Grasdistanz kann auch mal far statt very far. Das machen wir mal aus. Qualität der Reflexion können wir auch mal freistellen. Und das wenden wir an. Und es dürfte jetzt flüssiger sein. Natürlich ist es flüssiger. Allerdings ist meine Mausbewegung noch ein bisschen unbeholfen. So, und zwar, wie komme ich auf dieses Spiel? Ganz einfach. Ein sehr, sehr guter Freund von mir, wenn nicht sogar der beste Freund von mir, der spielt dieses Spiel sehr gerne und sehr exzessiv. Er spielt es sogar gerade im Moment, das weiß er aber nicht, dass ich das spiele, außer wenn er es gesehen hat, weil er guckt da so selten drauf. Ich habe ihm jetzt schon des Öfteren zugeguckt, wenn ich bei ihm war, und fand es mal langweilig, mal sehr spannend. Und habe mir dann gedacht, jetzt ist es im Angebot, jetzt holst du es dir auch mal. So, und ich laufe irgendwie so, als ob ich auf einer auf Eis laufen würde. Ich rutsche so ein bisschen. Okay, machen wir mal hier. Vogel lässt sich suchen. Was finden wir? Ein Ei und 11 Federn. Gut. Ah, er ist alles nehmen. Ah, perfekt. Gut. Slow. Jo, gut. Das hat der Kollege dann nicht. Oder liegt sogar einer? Gehen wir mal hin. Hallo? Durchsuche Leiche. Okay, also der Kollege hat es nicht geschafft. Oh, er hat nichts. Oh, Alter. Ah, er sieht aus, als ob er es nicht geschafft hat. Irgendwas hat er mit den Augen. So ein bisschen. Okay, gucken wir mal, wir haben rechts eine Aufgabe. Fertige eine Steinaxt. Gesammelte Pflanzenfasern. Ei, dann machen wir das. Das haben wir. Gut. Das ging ja schnell. Sammle Holz. Ich kann sagen, da liegt noch einer. Es ist nur ein Plastikeimer. Müll. Sack. Was? Ich hab's gehört. Da hinten. Ach, eine Sau. Okay. Okay. Sammeln wir Holz. Holz haben wir. So. Kleine Steine. Da haben wir auch ein paar davon. Hallo. Ja, ich mag solche Spiele eigentlich gar nicht. Also Minecraft geht ja, aber sowas jetzt, wo man alleine ist komplett und Umgebungsgeräusche ohne Ende da sind. Ich mache die Leute schon alle bei DayZ oder sonst Entschuldigung, Daisy. Immer kirre. Und dann ist wirklich irgendwas und dann kriege ich nur noch an den Kopf geschmissen, nur weil ich die Leute verrückt mache. Haben wir die echten Geräusche nicht rausfiltern können. Ja, ich höre halt auf alles. Das heißt, wenn da gar nichts ist. Da, schon wieder. Okay, wir sammeln unseren letzten Stein auf. So, was? Und jetzt? Okay, fertigen. Ich drücke mal wild auf meine Tasten rum. Ja, so sehe ich aus. Im Spiel. Ich habe es versucht, ein bisschen originalgetreu zu halten. Also, es passt nicht ganz. Ich bin zwar ein bisschen dicker, aber ein bisschen ist gut gemeint.
aber so wirklich hingekriegt habe ich es nicht. Also das da hier habe ich nicht, so ein Fett-Sixpack. So, wie ist denn hier Craften? Ist Craften vielleicht da? Nein, das ist... Hi. Nein, das auch nicht. Also es ist doch hier. Na ja, gut, dann klicken wir mal drauf. Was? Eine Steinaxt. Da ist es schon. Machen wir doch. So. Oh, Erfolg. Yeah. Die hauen wir uns da dran. Was ist das? Eine Fackel. Okay, die haben wir gefunden. So, was müssen wir jetzt? Pflanzenfasern sammeln. Aber die kann ich doch bestimmt auch ohne... Ja, wollte ich gerade sagen. Ohne die Axt einsammeln. Mache ich die Axt doch damit bestimmt nicht kaputt. Wobei ich auch eine Axt in Möglichkeit nicht kaputt machen würde, wenn ich sie durchs Gras ziehe. Sie wird allerhöchstens ein bisschen stumpf. Aber wir sammeln einfach mal die Pflanzenfasern ein. Kaching. Ja gut, Kaching, ne? Raschel, raschel. Passt besser. So. Oh, ich kann auch rennen. Okay. Da, ich habe es schon wieder gehört, dieses Graschel. Ich lasse es jetzt einfach mal. Mich nicht umzudrehen. Pflanzenfaserhose. Okay. Wir gehen wieder ins Crafting-Menü. Aha, Kleidung, das sehe ich direkt. Was? Hose. Da. Die sollen wir fertigen. Wird jetzt auch gemacht. Ah, ja, da unten ist es ja. Kann man auch bestimmt mehrere Sachen ineinander machen. Machen wir mal das Hemd noch. Dann die Kapuze. Ah, er macht das alles nach und nach. Ja, nacheinander. Nacheinander, so rum. Nach und nach. So, dann die Schuhe. Das sind aber Handschuhe. Aber Handschuhe brauche ich auch. Und die Schuhe. Dann haben wir alles gemacht. Gleich. Jetzt. So, Aufgabe erledigt. Soll ich den Kram auch anziehen? Tatsache, man soll den Kram auch noch anziehen. Nee, also Linksklick, Rechtsklick geht nicht. Ich muss es direkt selber rüberziehen. Schade. Wo sind die Hose? Das da? Das sind Beinschienen. Das ist die Hose. So, das ist der... Oh, Alter. Sieht das... Naja. Nicht nach Pflanzenfasern aus. Kopfbedeckung. Handschuhe. Und Schuhe. Yay, habe ich kleine Füße? Habe ich mir die echt so klein gestellt? Naja, okay. Proportional sieht es nicht wirklich so aus. Okay. Holz sammeln. Jetzt kommt die Axt ins Spiel. Alter. Ich sehe hier aber nirgendwo jetzt eine Dose, die ich weggekickt habe, ne? Also, jetzt mache ich mir noch ein wenig Sorgen über die Nebengeräusche. Oh, halt, halt, halt. Ich habe ja schon genügend Holz. So, jetzt sollen wir einen Holzknüppel herstellen. Der ist aber bestimmt bei Waffen. Da ist er. Dann bauen wir den nochmal. Und das ging schnell. Dann setzen wir den uns dahin und setzen alles andere ein Stückchen weiter rüber. Dann haben wir eine Waffe und ein Werkzeug. So, wir haben wieder genügend Holz. Pflanzenfasern. Na komm, einmal. Kleine Steine. Was mache ich eigentlich? Ah ja, Bogen und Pfeile. Okay, gut. So, ein Stein, zwei Stein, klein Stein. Hey. Ach ja, Holzbogen. Der ist bestimmt auch bei Waffen. Ja, da ist er schon. Und fertigen. Kaching. So, weißt du was? Und den packe ich mir auch dahin. Und alles andere geht wieder eins rüber. Was? Und Pfeile? Nur zwei Stück? Ich kann mir auch nur zwei Pfeile herstellen. Bing, bing. So, habe ich die jetzt auch direkt? Aha, muss ich die mir irgendwie hier dransetzen? Gesicht, Brillen?
Brustbeine, muss ich die auch noch hier reinsetzen? Nee. Nee. Wie mache ich das? Warte mal, das... Nachladen, gedrückt halten und zwischen Munitionsräumen zu wechseln. Ja, super. Und wie schieße ich? Aha. Nachladen, gedrückt halten und zwischen... Was? Was ist denn Nachladen? Ah. Okay, gut. Wir haben es gecheckt. Ich denke, wir können die Pfeile aus dem Ding da rausnehmen. Und knall wieder alles eins zurück. So, baue eine Basis. Und zwar habe ich ganz viel Holz. Und dann gehen wir doch wieder an den Baum hier dran, den wir schon angefangen haben, abzubauen. Und ich hacke Holz und ich habe genug. So, jetzt Holzrahmen. Fertigen, okay, Holzrahmen fertigen. Da. Ganz bestimmt. Holzrahmen, da. Wie viele? Drei Stück? Machen wir drei Stück. Handyman, then I can. Okay, gut. So, wenn ich die jetzt... Na, nimm die dahin. Schwupp. So, und wenn ich die jetzt einfach so dahin stelle, dann wäre das fertig, oder was? Weißt du was? Das hat mein Kumpel auch mal gemacht. Ich nehme diese... Du Sau, erschreck mich doch nicht so. Mann, ey. Doofe Sau. Was mit dir? Bist du tot? Nee, nein, 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 nein. Nein! Nein! Naja. Ich hab's versucht. So, Tür verwenden, okay. Die Tür zumachen, okay. Gut, wir nehmen das hier als Ausgangsbasis. Und zwar... Was ist das? Das ist Glas. Gut, Glas machen wir kaputt. Weil die können die hier rein? Naja, bevor hier irgendwas rein kann, machen wir mal besser zu. Ah, Rechtsklick. Ja, das muss man auch erstmal wissen. So, hier ist ein Loch im Boden. Nee, ist es nicht. Okay. Ah, mit der Axt kann man auch reparieren. Gut, das habe ich jetzt auch nicht direkt immer gewusst. Ja. Machen wir das Glas noch kaputt. Damit wir hier unsere Aufgabe erledigen können. Haben wir hier noch irgendwo ein Glas? Da haben wir noch ein Glas. Und die haben wir jetzt gemacht. Gut, jetzt sollen wir die aufwerten. Einmal aufgewertet, yay. Zweimal aufgewertet, yay. Kaching. Okay. Pflanzenfasern. Okay, wir sammeln dann nochmal Pflanzenfasern. Allerdings... Ohne die Axt. Wir machen das wieder mit der Hand. Ich weiß nicht, ob das einen Vorteil hat mit der Axt, dass da vielleicht mehr rauskommt wie mit der bloßen Hand. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich könnte es ja mal testen. Gucken wir mal, wie viel kriegen wir jetzt einmal mit der Axt? Zwei. Wie viel kriegen wir, wenn wir es mit der Hand machen? Zwei. Also kein Vorteil mit der Axt. Na, komm. So, wir haben 20. Dann fertigen wir einen Schlafsack. Okay, da das ein bisschen dauert. Und nur, die Sonne ist noch da. Wir haben 14:45 im Spiel.
Werde ich hier hingehen und werde noch ein bisschen... Oh, ich kann nicht, ich habe kein Holz. Na dann. Machen wir mal diesen großen... Oh Gott. Okay, wir machen es trotzdem. Okay, aber auch nur so weit. Wir dürften jetzt genug haben erstmal. Türchen zu. So, Schlafsack platzieren. Den platzieren wir dahin. Direkt nehmen wir die dreckige Matratze. Yay. So. Das machen wir ganz. Das machen wir ganz. Das machen wir ganz. Das machen wir ganz. Das da unten machen wir auch ganz. Kann man sonst einer reingucken. Wollen wir ja nicht. Dass die uns hier reinklotzen können. Oh, wieder kein Holz. Ja, dann... Warte, wir sammeln noch ein bisschen. Was war das? Alter! Was? Hau mir ab. Er hat mich auch noch direkt gesehen. Und er kokelt. War der schon die ganze Zeit da? Ich glaube, wir machen den platt. Fall auf! Und bleib liegen. Auf jeden Fall. Ja, brennt noch ein bisschen. Gucken wir mal, was er hat. Oh, Patronenhülse. Oh, der kugelt aber ganz gut, ey. Alter, wo kam der denn jetzt her? Au. Sau. Und... Okay, den haben wir auch. Yeah, ne? Erschrocken. Was denn jetzt? Hä? Der, so sah der aber eben gerade... Ach, der ist gerade... Ach ja. Das war der Kugelnde da. Ne, der hat nichts mehr. Ne, gut. Ist das Stein? Das ist ja Stein. Aber da sammle ich ja keinen Stein mit. Keine kleinen Steine. Ich muss ja hier kleine Steine finden. Ja, wir behalten mal lieber den Knüppel in der Hand. Und gucken. Ich könnte eigentlich mal hier gucken. Kühlbox. Da ist bestimmt auch... Ah, es ist was drin gewesen. Was ist da drin? Nichts. Okay, gut. Nee, Steine. Genau. Denn wir haben schon 15.20 Uhr. Ich weiß ja nicht, wann hier die Sonne untergeht, aber wenn mir jetzt schon die ersten zwei Zombies entgegengekommen sind, die mich auch noch total erschreckt haben. Schweine. Genauso wie die Sau, genau. Sau-Zombies. Dann will ich nicht, wenn es hier dunkel ist, draußen sein. Nein, nein, nein. Achso, Lagerfeuer. Ja, kann ich das Lagerfeuer einfach da drin fertigen? Ich mache erstmal hier zu. Ja, Tatsache, da ist doch was. Lagerfeuer. Ach, was war's? Ich benutze mal die Sufu, genau. Fertigen wir. Ist auch gleich fertig. Ich tue derzeit mal die Tür. Oh, geht nicht. Okay, da fällt mir was. Wir nehmen das Lagerfeuer und wir stellen das Lagerfeuer genau dahin. Yay. Ah, Spending Skill Points. Ich wollte es schon auf Deutsch sagen, Spending Skill Points. So, für den Abschluss der Quest, das 1x1 des Überlebens, hast du einen Fähigkeitspunkt erhalten. Verwende ihn über das... Ey, ich werde hier noch verrückt mit den scheiß Hintergrundgeräuschen. Verwende ihn über das Fertigkeitenmenü in deinem Inventar, in dem du dort die gewünschte Fertigkeit oder Eigenschaft auswählst und sie kaufst. Wo? Da. Nee. Nee. Wo?
Okay, der Überlebende verlangsamt den Metabolismus, damit du seltener essen musst. Erhalte mehr Wohlbefinden durch alles, was du tust. Hungerverringerung, Wohlbefinden gewinnen. Ich habe nur einen Punkt, das geht nicht. Okay. Verdammt. Also die Dinger gehen nicht. Ah, so okay. Also die Dinger und die Dinger kann man machen. Die Dinger muss man, so wie es aussieht, lernen. Keine Ahnung wie. Und die hier muss man sich wirklich, ja. Ah. Irgendwie so freischalten. Ach, keine Ahnung. Da frage ich noch mal den Kollegen, wenn es soweit ist. Wir sammeln jetzt erstmal ganz, ganz viel Holz. Journey to Settlement. Locate Trader. Echt jetzt? Jetzt soll ich hier so einen Händler, also so eine Siedlung finden und einen Händler ausfindig machen. Da drin. Ist doch kacke. Wir machen jetzt erstmal den Baum hier noch. Hey! Bauwerkzeuge auf Level 2. Ich mach jetzt den Baum ganz kaputt und sammle dieses ganze Holz ein. So lange wie meine Axt hält. Und kaputt. Ne? Jetzt. Okay, wie war das? Die kann man, glaube ich, reparieren. Ich könnte sie zerlegen, ich könnte sie reparieren. Aber ich habe gehört, was heißt gehört? Ich habe das schon gesehen, der hat immer wieder neue gemacht. Werkzeuge, genau. Was? Steinaxt. Steinaxt, da. So, ich brauche 5 Steine und 2 Pflanzenfasern. Und Holz habe ich genug. Okay. Dann sammeln wir die Pflanzenfasern gerade ein. 2 Hammer. Und die Steine. Da sind ganz viele. So, das machen wir jetzt noch. Wie viele waren es? Waren es genug? Okay, wir brauchen... Aha. Ich will hier nicht rumlaufen. Also nicht stehen bleiben. Ich habe auch bei mir das FOV, also das Field of View, nicht so hoch. Ein Kollege, der tut das immer so hoch wie es geht drehen, aber bringen tut es jetzt, sage ich mal, wirklich nichts für mich direkt. Er kann natürlich weiter links und rechts sehen, was man auch in Wirklichkeit kann, aber die Zombies sieht er trotzdem meistens nicht, die ihn dann da angreifen. Deswegen lasse ich es gerade so, wie es ist. So, wo ist denn die Axt? Da ist die Axt. Jetzt könnte ich die doch eigentlich zerlegen, oder? Tun wir mal die dahin. Die dahin. So, jetzt zerlege ich dich. Was habe ich bekommen? Nichts. Doch, 3 Steine. Ah, merken. Wollte ich den Baum fällen? Ja, komm, wir fällen den gerade noch schnell. Fallen, fallen, fallen. Komm schon. Noch 4 Schläge. 1, 2, 3, 4. Boah, bin ich nicht gut. Und du bist innen drin hohl. Und du verschwindest einfach so. So, denn wir werden jetzt noch... Ah, okay, das geht nicht. Dafür brauche ich was anderes. Dann machen wir doch alles andere so weit wie es geht hoch. Zumindest so die ersten Dinger hier unten. Wo ich der Vermutung bin, dass da noch was passieren könnte. Da ist schon, da noch. Okay. Da, ganz wichtig, Fenster und alle möglichen Eingänge. Okay, gut. Ja. Wobei, na komm, einmal wenigstens. Dich auch noch. Wenigstens einmal. Ja, ganz wichtig hier hinten. Oh Gott. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Hinter der Couch versteckt. Da könnten sie ja reinkommen. Machen wir das auch noch, das Fenster schnell.
Und was geht nochmal? Ja, Zimmermannsarbeit, ne? Wo ist Jesus, wenn man ihn einmal braucht? Ja. Ich könnte auch dieses Haus komplett neu aufbauen und mein eigenes Haus draus machen. Jetzt nicht nur für so eine Nacht, sondern wirklich komplett to. Also ich lasse das hier mal auf das Licht. Ich kann hier perfekt rausgucken. Genauso wie die Zombies. Okay. Habe ich noch Holz? Och, ich habe Holz. Ich habe ja noch genug Holz. Hier, da können sie auch noch reingucken. Die sollen hier nicht reingucken können, wenn sie nur vorbeilaufen. Da ist schon wieder eine Sau. Ich habe sie gerade gesehen noch da draußen. So. Kann da jetzt irgendeiner hier reinklotzen durch irgendwo so einen Spalt? Ich glaube, die Sau geht gerade drauf. Nein, die Sau rennt da draußen nur rum. Okay, das habe ich ausgebaut komplett. Das lassen wir auf, das lassen wir auf. Genau, das hier machen wir noch zu. Und, ach, weil es so schön ist, machen wir hier drumherum auch noch. Ist ja nur irgendwie ein bisschen verkokelt. Reicht ja einmalig. So, ach komm, weißt du was, wenn wir gerade dabei sind. Machen wir gerade den Boden mit. Oh, Werkzeuge geht hoch. Das ist gut. Das gefällt mir. Mit renovieren. Hallo? Hallo? Jetzt aber. So. Ah, Alter, da ist noch ein Loch. Und ich sehe unter der Couch auf der anderen Seite ist auch noch ein Loch. Das werden wir... Ich glaube, hier mache ich auch noch dicht. Ich habe ja die anderen Eingänge. Wenn sie hier auf dem Hügel stehen, können sie mir halt in die Hütte reingucken und mich dann sehen. Das ist so ein bisschen mein Gedanke. Ob das auch wirklich so ist, keine Ahnung. Wir checken nochmal das Holz. Deswegen geht das hier nicht weiter. Okay, das macht gar nichts. Nix, ich habe gerade die Kerze, die habe ich vorher schon gesehen. Finde ich cool. Lasse ich auch da stehen. Gib mir ein bisschen Licht. Ja. Aber ich kann rausgucken. Da vorne rennt und ist was gefallen, glaube ich. Oder keine Ahnung, es war aus wie ein Hase. So, ich habe alles zu, ich habe alles dicht. Und ich würde behaupten, wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Wenn es euch denn gefallen hat, liebe Freunde, dass ich dieses Spiel hier spiele und mich hier wahrscheinlich zu Tode erschrecke manchmal. Ich könnte hier oben noch was hinbauen. Ja, das sieht so aus, ne? Dann gebt mir doch ein Däumchen hoch und ein Abo wäre auch sehr schön. Ich würde mich riesig drüber freuen. Wenn ihr irgendwelche Meinungen habt, wie gesagt, ob ich mich zu Tode erschrecken soll oder hin und her, ob ich das Spiel weiterspielen soll, weil es einfach toll ist oder weil ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es unten in die Kommentare, denn dafür sind sie da. Und ich würde behaupten, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.